Es ist der 5. Februar des Jahres 2017, an dem das Rückspiel zwischen Eintracht Frankfurt und dem SV Darmstadt 98 stattfinden soll. Am frühen Sonntagmorgen schaffen es rund 60 motivierte Darmstädter unerkannt in die Mainstadt zu reisen. Dort siedelt man sich am frühen Vormittag in einem Gasthaus im Stadtteil Bockenheim an. Doch wie viele der Lilienfans schnell bemerken, ist man nicht unentdeckt nach Frankfurt gereist, zumindest nicht ohne auf dem Radar der eifrig umhersuchenden Eintracht-Fans zu landen. So kommt es gegen 14 Uhr dazu, dass ein SG-Haufen aus rund 80 Personen vor der besagten Lokalität auftaucht und die unbeliebten Darmstädter mal nach dem Weg fragen will. Das Besondere dabei ist, dass das Restaurant, in dem sich die SVD-Anhänger befinden, in einem Hinterhof gelegen ist, sodass es seine Zeit dauert, bis die Südhessen realisieren, dass Frankfurt nun vor Ort ist. Nachdem es ein geordnetes Kommando gibt, rafft sich der Gästehaufen auf und erwidert den Austausch an Nettigkeiten mit der verhassten Eintracht. So entwickelt sich eine wilde Straßenschlacht, bei welcher Gläser, Straßenschilder und zum Teil auch Blumentöpfe die Seiten wechseln und umherfliegen. Es geht hin und her, mal hat Frankfurt die Oberhand und kann Darmstadt in den Innenhof treiben. Dann startet Darmstadt wieder eine Offensive und kann die vermummten SG-Fans wieder zurück auf die Straße drängen. Das Hin und Her dauert über 2 Minuten, ohne dass auch nur eine einzige Banne vor Ort erscheint. Inmitten der Auseinandersetzung müssen mehrere Beteiligte das Geschehen aufgrund von teils heftigen Platzwunden am Kopf mehr oder weniger unfreiwillig verlassen. Ey, das ist doch nicht normal. Als dann erstes Sirenengeheul aufkommt, macht sich Frankfurt aus dem Staub und lässt den verwüsteten Eingang in der Leipziger Straße zurück. Da Darmstadt keine Wahl hat, geht es wieder zurück in die Lokalität Lilium, wo man im Anschluss von der Polizei festgesetzt wird. 5 Lilienfans müssen aufgrund von Gesichtsverletzungen und Prellungen in ein örtliches Krankenhaus transportiert werden. Zitat Szene Darmstadt. Das Derby gegen Frankfurt blieb vor allem aufgrund einer gelungenen Pyroshow, der misslungenen Geheimhaltung der SG Choreo und einer minutenlangen Auseinandersetzung in der Innenstadt im Gedächtnis. Für mehr solcher Videos abonniere doch einfach diesen Kanal.